Heute testen wir auf ocinsight.de das preisreduzierte, aber dennoch top ausgestattete ASRock B650E Tai Chi Light Mainboard. ASRock verspricht maximale Ausstattung ohne Kompromisse und das zu einem niedrigen Preis als beim normalen B650E Tai Chi Mainboard. Ob das stimmt oder vielleicht doch irgendwo zu viel gespart wurde, verrät unser folgender Test. Beginnen wir mit der Lieferung. Bereits bei der Verpackung wurde der Sparstift angesetzt. Bei dem B650E Tai Chi Light verwendet ASRock einen gewöhnlichen Karton. Auf der Rückseite sind wie gewohnt die wichtigsten Features und Ausstattungsmerkmale angeführt, auf die wir später noch im Detail eingehen werden. Im Lieferumfang befindet sich natürlich das Mainboard. Des Weiteren hat ASRock noch zwei gerade SATA-Kabel sowie zwei gewinkelte SATA-Kabel, ein Tai Chi Keycap, eine Slotblende mit zwei USB 2.0 Ports und Schrauben für M2-Geräte beigelegt. Kommen wir jetzt auch schon zur Ausstattung. Das ASRock B650E Tai Chi Light basiert auf einer hochwertigen High-Density-Glasfaser-achtlagigen Platine und unterstützt aktuell sämtliche AMD Ryzen Zen 4 CPUs der Serie 7000, 7000X und 7000X3D. Wenn AMD seinen Versprechen treu bleibt, werden auch noch kommende CPUs bis 2025 mit dem AM5-Sockel unterstützt. Das B650 Tai Chi Lite verfügt über die gleichen 24 plus 2 plus 1 Premium 105 Smart Power Stages und 12K Black Caps Kondensatoren wie das X670E Tai Chi und das B650E Tai Chi. Der Sound kommt beim B650E Tai Chi Lite natürlich auch nicht zu kurz. Es bleibt beim bewährten 5.1 HD Audio über den Realtek LC4082 Codec und den ESS DAC sowie Beamer Audio Caps. Zudem verfügt das B650E Tai Chi Lite über einen Blazing M2 Slot für PCI Express Gen 5 X4 Module mit bis zu 128 Gigabit pro Sekunde Anbindung, der sich rechts neben den vier DDR5 Slots befindet. Kommen wir damit auch schon zum Chipsatz. Das Herzstück des ASRock B650 Tai Chi Lite Mainboards bildet der B650 Extreme Chipsatz von AMD. X670 und B650 Chipsätze unterscheiden sich weniger als man vielleicht vermuten möchte. Auf B650 Boards kommt ein einzelner Promontory 21 Chip zum Einsatz, wohingegen auf X670 Boards zwei Promontory 21 Chips vorhanden sind. Dadurch bieten B650 und X670 Boards grundsätzlich gleiche Funktionen, aber der zweite Promontory 21 Chip ermöglicht auf X670 Boards mehr Hochgeschwindigkeitsanbindung zur CPU für zusätzliche M2-Slots, PCI-Express-Slots oder USB-Anschlüsse. Weiter geht es mit den Erweiterungskarten. Beim oberen der beiden stahlverstärkten PCI-Express X16-Slots handelt es sich um einen Gen 5-Slot. Der untere Slot ist nur mit 4 PCI-Express-Lanes der vierten Generation angebunden. Weiter geht es mit den USB-Ports. Wie es sich für ein Top-Mainboard gehört, geizt das ASRock B650E Tai Chi Lite auch nicht mit der Anzahl an USB-Buchsen. Am Rear-IO-Panel stehen insgesamt 11 Typ-A-Buchsen und eine USB-Typ-C-Buchse zur Verfügung. Bezüglich des Netzwerks bietet das ASRock B650E Tai Chi Lite den Killer E3100G-Chip mit dem LAN-Verbindung mit bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde möglich sind. Weiter geht es mit der RGB-Beleuchtung. Gegenüber dem B650E Tai Chi wurde beim Tai Chi Lite das Design des PCBs und der Kühlkörper etwas weniger auffällig gestaltet. Aber in Hingucker ist das Lite trotzdem geblieben. Das RGB-Logo vom Chipsatzkühler wurde eingespart, aber die adressierbaren RGB-LEDs rechts unten auf der Rückseite des Mainboards blieben erhalten. Zum Testsystem. Für den Test des ASRock B650E Tai Chi Lite verwenden wir eine AMD Ryzen 5 7600X CPU
und zwei 16 GB DDR5 5600 RAM-Module von Crucial. Der Stromverbrauch des Test-PCs mit zwei Crucial 16 GB Modulen, Crucial M2 PCI Express Gen 4 SSD sowie einer 2,5 Zoll SATA SSD und Arctic Liquid Freezer 2 280 ARGB Kühler und Seasonic Vertex GX850 Gold Netzteil lag ohne Übertaktung je nach Belastung mit der AMD Ryzen 5 7600X CPU bei 52 Watt Idle und 173 Watt Volllast. Das Tai Chi ohne Light lag bei 54 Watt Idle und 158 Watt Volllast. Kommen wir damit auch schon zum Fazit. Das ASRock B650E Tai Chi Light Mainboard ist für aktuell ca. 360 Euro im Handel erhältlich und liegt damit preislich im oberen Mittelfeld der AMD M5 Mainboards. Dank B650E-Chipsatz sind alle top-aktuellen Schnittstellen mit an Bord, um die perfekte Basis für einen Hochleistungs-Gaming-PC zu bilden. Drei M2-Slots, einmal Gen 5, zweimal Gen 4, DDR5, USB 4 mit 40 Gigabit pro Sekunde und Quick Charge PD 3.0 mit 27 Watt bieten fast alles, was man sich aktuell beim Mainboard wünschen kann. Die Ausstattung ist praktisch identisch mit dem B56 Tai Chi, denn es wurde lediglich an Nice-to-Have-Komponenten eingespart und keines der nützlichen Features gestrichen. Auch bei der total überpowerten Spannungsversorgung der CPU wurde beim B56E Tai Chi Lite keine Abstriche gemacht. 24 Endstufen mit jeweils 105 Ampere alleine für die CPU sind aktuell immer noch unübertroffen. Für Tweaker und Hardcore-Overclocker bietet es Mainboards Buttons für Power, Reset und BIOS-Flashback sowie eine 7-Segment-Debug-LED-Anzeige. Mit diesem felsenstarken Gesamtergebnis fährt das ASRock B650E Tai Chi Lite Mainboard locker unseren OCInside.de Kauftipp Award 11/2023 ein. Mehr Ausstattung zum aufgerufenen Preis gibt es aktuell kaum bei AM5 Mainboards. Alle weiteren Details zum Mainboard zeigen wir im ausführlichen Test auf OCInside.de. Bitte unbedingt daran denken, den OCInside Channel zu abonnieren, damit man auch weiterhin über neue Videos informiert wird. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!